schön das klingt. Was macht Knossi denn da in der Doku, Digga? Der Name ist der neue Knossi. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Ich kann da nicht lange zugucken, weil sie immer Bartwuchs hat und mich triggert das so sehr, wenn sie da ihre Bartstoppeln zu sehen sind. Man muss ja dazu sagen, sie hat mehr Bartwuchs als Monte. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Sie hat auch einfach gefühlt mehr Bart als du. Real Talk, ja? Ich hab ein bisschen Angst davor. Wie ist Leute, was geht ab? Hol ran. Cola leer. Bist du aus wie mein Skin? Schau in meinen Stream. Ich hab mich transformiert. Oh mein Gott, kann ich ja sogar den Move machen. Ich kann heute leider nicht streamen, der Tisch ist noch nicht ganz. Wow! Gib mir das Elgato Keylight. So, ist doch perfekt. Ist doch voll der geile Filter auf der Kamera gerade, oder nicht? Trimax Setup. Okay, Wind Challenge ist doch beendet. Digga, was passiert denn? Ich hab kein Glückswort mehr, tut mir leid. Ich werde dieses Game durchzocken, heute noch. Also ich werde dieses Spiel beenden. Ist ja voll chilliges Spiel, Chat. Digga, was geht denn jetzt ab? Euer Moin. Jo, perfekt. Jo, alles klar, Digga. Ey, absolut geiles Game da wirklich. Da geht absolut Liebe raus an die Entwickler. So backen die Treppen hier so. Und jetzt kommt mir nicht, dass es gewollt. Zieh dein Bein hinterher. Zieh's hinterher. Mach weiter. Ah, geiles Game. Oh nein! Nein! Ja? Hä? Kann ich über die Schienen gehen? Da weiß er ja doch nicht, wie die Physics sind, ne? Oh, ja, die Physik sind Es ist zu schlecht programmiert, es tut mir leid. Es ist nicht spielbar leider. Es ist zu verbuggt. Der Typ kann überall hochklettern, wo es gibt, aber er kommt nicht auf dieses Ding. Und dann fällt man hier auch noch runter. Ja, natürlich. Leitern kannst du nicht hochklettern, du Stück Scheiße, oder was? Muss man hier sprinten? Muss man hier... Was muss man mit dem Bett machen? Endlich ist mal wieder so weit, meine Freunde. Halt die Fresse, das ist kein Dach gewesen. Ja, und hier direkt ein Fahrstuhl. Fährt der hoch oder runter? Mach weiter. Guck dir die Oberen an. Mach weiter. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ja, ich habe die Nase voll. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Bro! Hahaha, ich hab auch Edi geholfen, du bist so lost. Du hast Edi nicht geholfen. Du hast da gesaugt, mit allem drum und dran. Du hast den kompletten Schaft gesaugt, plus noch die zwei extra Add-ons, die ballförmig vom Ende des Schaftes runterhängen. Genau hier ist Schluss. Gute 14. Was ich auch krass finde, jetzt mal, wenn wir schon mal beim Thema sind. 15 cm sieht hier voll groß aus. Hör mal bitte auf damit. Geholfen, sagt er. Ja, okay, Schiffsruf, dann hilf mir bitte auch. Dann flieg jetzt schnell nach New York zurück und knie dich unter meinen Schreibtisch hier. Und dann kannst du mir mal richtig schön helfen. Dann zock ich das Game und du kannst mir mal richtig schön genüsslich helfen. Einfach straight hoch und dann ganz oben nach links aufs Dach. Aber wie gesagt, sieht gut aus für den ersten Run. Alter, holy shit, Reese ist im Game. Bro, my man. Ich suche hiermit offiziell einen neuen Partner für Samus Wild. Solange ihr uns noch so Skaft hört, kann ich euch nochmal meinen Sonnenbrand zeigen. Oh mein Gott. Oh. Ja! Da ist die Unterhose! Ja! 34 Minuten und 18 Sekunden, Leute. 43! Respekt, dass du das nochmal durchgezogen hast, nachdem du bei 85% runter bist. Jetzt bin ich sehr, dass wir es geschafft haben. Was machen wir jetzt? Samstag probiere ich einen Tag alleine nur mit den Sachen aus der Flasche zu überleben. So ein kleiner Selbsttest. Das
gar nicht so einfach. Man muss das einmal gemacht haben. Scheiße. Wow. Ich wäre so angepisst, wenn meine ganzen Beine voller Schlamm wären. Das sind meine Füße, so sehen sie aus. Ich war bis hier im Schlamm. Wisst ihr, wie Schiss ich bekommen habe in dem Moment? Ich bin da reingefallen und ich habe gedacht, ich bin jetzt in Treibsand oder so. Nasse Schuhe, das kann jetzt schon ein Abbruchgrund sein nach 2 Tagen. Die haben gerade deren erste Besprechung. Kevin und Rezvan haben gerade zum ersten Mal ihr Leben davon erfahren, dass es so Wassertabletten gibt oder so ein Wasserfilter, wo es durchfließt. Trimax und Wieland fronten euch gerade übelst weg. Digga, Trimax hat gefühlt eine Minute irgendwas gemacht und den Rest hat Wieland gemacht, Bro. Der soll mal die Füße stillhalten. Ich weiß nicht, wieso Kevin so sauer ist. Der hat noch nie das Haus verlassen. Guck mal, was ich hier schon für ein nices, kleines Lager gebaut habe. Bruder, ich habe kurz gepennt und ich wurde geweckt mit den Worten, wir stecken fest. Digga, sind wir am Strand? Kevin bereitet sich mit Diss-Tracks auf Seven vs. Wild vor. Du bist nicht Papa-Platte. Warte noch, jetzt kommt's. Sondern Papa-Kacke. Ah. Das Ding ist, Kevin freut sich, glaube ich, schon mit Dave einfach 13 Tage zu saufen, wenn der Tag 1 rausfliegt. Als es announced wurde, habe ich direkt Kevin geschrieben, komm, ersten Tag kommt wieder raus, wir saufen 14 Tage einfach Bier. Alter, sind Elche riesig. Ich bin ein richtig großer Elch-Fan geworden jetzt. Hoffentlich treffen wir eine, dass der Romatra auch mal eine reinhaut. Das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich, dass wir uns mit der Säge irgendwie einen Finger abschneiden oder so. Wenn du genau, mit dem Messer schneidest, kommt automatisch, gibt's noch ein Add-on, hau ich dir in die Fresse. Ich verprügel dich. Ich hau dich bewusstlos und lass dich dann da einfach verbluten, wirklich. Wenn du die Säge kaputt machst oder dich schneidest, geh ich auf dich los wie ein Berserker. Ich ess dich. Ja, schön, dass du da bist, so. Ey, danke, dass du da. Oh, ich hab gewusst, ich sollte nicht Erster sein. No, wir kriegen wahrscheinlich ein Abwehrkit damit, wahrscheinlich. Bärenspray. Ja, ja, klar. Aber ihr kriegt jetzt keine Knarre, das geht nicht. Je nachdem, wo es hingeht, kriegen wir vielleicht sogar eine Waffe mit? Nein, die geben uns zwei Denkst Noobs keine Waffe mit. Welcher Veranstalter würde Papa Platte und Rezmann, Sascha und Knossi und Rumatra und Trimax jeweils eine Shotgun mitgeben? Also ganz im Ernst, bist du ein bisschen dumm manchmal? Guck mal, ich habe hier so Zitronen, habe ich mir heute gekauft. Und das liebe ich. Das ist geil, ne? Ist das lecker. Ich baller mir das jetzt rein. Ist das lecker. Wie soll der Mann denn sein, den Sie suchen? Egal, alt, jung, egal wie sein soll. Hauptsache Millionär, mit viel Geld. Rudi, Lamborghini. 200.000 Euro in 6 Monaten. Einfach nur geil. Das haben Sie zu bieten? Alles. Grüne, schlanke Körper, alles. Ich bin transsexuell, Ladyboy. Vielleicht werde ich was für Montern. Oh, dann melde ich mich mal. Du hast einen Millionär gefunden, Baby. Komm zu mir. Mal gucken, was billiger gibt. Ich hol mir auch schnell einen Joghurt, Digga. Jetzt hab ich auch verbockt, die hat mich voll geil gemacht.